Sie kommen zum letzten Teil von der Tierlist der Fighter-Charaktere von Smash Bros. Ultimate mit Skylet. Und ja, wir machen jetzt weiter mit dem in der Jeans. Keine Ahnung, wer das ist. Ja, Terry ist gut. Terry ist ein guter Charakter. Er hat generell relativ gute Kombos. Er hat gute Kill-Confirms. Er ist ein bisschen einfacher zu edgeguarden wieder, und auch er hat eine schlechtere Bettung, aber nur deswegen kann man jetzt eigentlich nicht was schlecht reden, weil, naja, so schlecht ist er jetzt nicht. Deswegen auf jeden Fall bei 1 unter Quatschuzu auf A Tier. Okay. Dann, boah, wieder keine Ahnung, wer das ist. Die kann ich ja eh Beileff nicht, die ist. kann ich ja eh nicht freischalten, das ist die Sache. Ja, das stimmt. Also, ja, ich habe Beileff an sich macht also grundsätzlich erstmal Spaß zu spielen, aber ich weiß nicht, sie ist nicht so gut. Also, sie ist nicht unglaublich schlecht, aber so ultra gut ist sie jetzt auch nicht. Also, sie ist halt relativ langsam. Sie hat zwar relativ gute Range, aber die Langsamkeit macht ihr halt ein bisschen sehr zu Schaden, und ja, aber sie ist trotzdem immer noch ein guter Charakter, deswegen würde ich sie auf B-Tier packen. Also langsam hochgehendes B-Tier tatsächlich. So bei Yoshi oder Ness. Genau, ja, war da in etwa. Über Captain Falcon würde ich sagen, ne? Ja, kann man machen. Okay. Na, wobei, nee, vielleicht würde ich würde es doch eins drunter machen, ein bisschen drunter machen. Okay. Also unter Ness noch. Aber ja, ich finde sie ganz gut. Ness ist doch vor Captain Falcon, dachte ich. Nee, dahinter würde ich hinsetzen. Okay. Arms, jetzt kommt einer aus Arms, ne? Genau, Min Min. Min Min ist tatsächlich nicht schlecht. Also tatsächlich relativ gut. Aber sie ist jetzt auch nicht so ein Charakter, wo du sagen kannst, ey, geiler Charakter, übel gut. Muss man spielen. Ja, ich würde sie meiner Meinung nach auf so mittleres B-Tier noch packen. Aber schon langsam absinkend. Also. So Dark Pit, bei Dark Pit so. Ja. Drunter. Und, wobei über Dark Pit. Über Dark Pit. Steve, das ist wirklich ein Charakter, den ich mir vielleicht sogar überlege noch zu kaufen, aber mal schauen. Ja, Steve ist auch ziemlich gut. Also, er hat gute Kombos mit Up-Tilt. Er hat generell mit seiner Mining-Mechanik, mit seiner Baublock-Mechanik ist alles ziemlich gut gemacht. Er hat, wie gesagt, super Kombos. Er hat gute Kill-Confirms. Ja, kann man jetzt nicht ultra viel aussetzen. Vielleicht seine Recovery teilweise, aber das ist. Ja, das kommt auch ein bisschen mit dem Skill auch drauf an. Also würde ich aber trotzdem noch auf Art hier packen. Da muss man ja so Dinge abbauen. Das finde ich cool bei dem. Ja, das ist eine ganz coole Mechanik. Also, ja, finde ich auch cool. So bei Olimar, oder? Bei Olimar. Gut, Sephiroth, den von dem habe ich schon gehört. Ja, Sephiroth würde ich auch so auch bei Steven packen, weil er hat halt mit seiner Back-Air und also er hat generell extrem gute Range. Er hat mit Nuschelbee hat er gutes Projectile. Das kannst du halt in drei verschiedenen Stufen haben. Und ja, finde ich auf jeden Fall, finde ich sehr gut. Und bis auch, teilweise kann man sagen, dass man ihn ein bisschen kombo kann, aber grundsätzlich würde ich ihn relativ oben auf Arty machen, mal so bei Markio. Genau. Warte, warte, also hinter Wario und so weiter. Hinter Inkling und so, ja. Gut, ich dachte auf den ersten Blick, das ist Mypho, aber ich glaube, die hatten ganz. Das war nicht. Das war diese. Wie heißt denn der? Wie hießen die? Was? Pyramypha. Mypha, genau. Ja, die sind eigentlich auch super Charaktere, also kann man nicht viel sagen. Du kannst halt, bis auf ihre Recovery sind die eigentlich super Charaktere, und würde ich auf jeden Fall noch auf S-Tier packen, aber unter Game & Watch noch. Okay. So, der letzte Charakter. Kazuya. Kazuya
weiß ich nicht so recht. Ich weiß nicht, wo ich ihn so richtig einordnen soll, weil irgendwie ist er gut, aber auch irgendwie eher so meh. Also, ich weiß nicht, vielleicht, er ist halt langsam, das Gefühl, habe ich so das Gefühl ein bisschen. Und er ist auch ziemlich schwer zu spielen, daher, dadurch, dass er diese, hat, also diese, naja, dadurch, dass er halt so schwer zu lernen ist, würde ich ihn tatsächlich noch auf A-Tier packen, aber weiter unten. Also auf jeden Fall unter Olima noch. Moment, so. Also vor Steve? Ja, ich würde es bei Steve in etwa einordnen, genau. Gut, dann sind wir fertig. Ja. Cheatlist. Hat ein bisschen länger gedauert als gedacht, aber Ja. Auf Platz 1 Pikachu, auf Platz 2 Joker, auf Platz 3 Daisy, Platz 4 Peach, 5. der Pokémon-Trainer, 6. Snake, 7. Zeus Samus, 8. Palutena, 9. Lucina und 10. Fox. Und ja, der Rest kann man ja selbst schauen. Ja. willst du noch irgendwas sagen oder keine Ahnung? Ja, wir sind, ja. Ich würde sagen, da kann man nicht mal viel sagen. Das war auf jeden Fall krass, das Video gemacht zu haben. Jo, Das war und schön. Ja, jo, genau. dann bis zum nächsten Video.